So, willkommen Leute zum zweiten Kapitel, ein höllischer Ort. Willkommen zum zweiten Teil meines All Collectible Guides für Uncharted 4 auf der PS5. Hier gibt es zwei Sachen, die ihr finden könnt im Kapitel 2. Die zeige ich euch natürlich. Oder Abend lässt sich hier unten schwer sagen. Oi, Idiota! Oi, Idiota! Alles klar. Abran la reja. Also wir sind mit Nate im Knast. Oh, Tageslicht. Und schwül. Willkommen in Panama. Hey, Gringo! Wie lo que hiciste a Gustavo? Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Hey, Vargas! Cuando regrese. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Muéfense! Quietense, cabrones! Hey, tranquilízate. Pisst euch, also das gut Deutsch. Ja, das Publikum liebt mich. Ja, natürlich. Ja. Gehen wir hier rein. Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Also ich muss mal so grafisch sagen, ist das jetzt nicht so ein krasser Unterschied zur Version, muss ich tatsächlich auch mal. Aber ist natürlich grafisch trotzdem Bombe. Oh, der kriegt auch ganz schön auf den Zunder. What the hell? Alter, gibt dir das. Wohin bringst du mich eigentlich? Siehst du schon. Was waren das für fette Ratten, Alter? Die waren riesengroß. Nein, nein, nicht alle. Oh, okay. Entschuldigung. Dankeschön. Da unten sieht es aber nicht so gut aus. Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Nö. Kommst du drauf, Nate? Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Links? Okay. Ja, schon klar. Dadurch. Wodurch? Da wären wir. Nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mir nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen. Und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwel. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Der Brief. Brauch den Zettel. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Ach, easy money. Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst?
Bricht dir nicht den Hals? Ja, habe ich nicht vor. Here we go, Leute. Auf geht's. Action Time mit Nate. Wir sind auch gleich in der Nähe vom ersten Collectible, das darf ich euch sagen. Hoch. Hier ein Brunnen. Den lasst ihr euch entfallen. Nate. Da habt ihr euer erstes Collectible. Da, 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 da. Sie haben einen Schatz. Hier, Katzenanhänger aus Panama. Hier, könnt ihr euch angucken. Das ist nicht so mein Geschmack, aber erstes Collectible. Und hier kommt ihr übrigens wieder rauf. Habt ihr irgendwie auch mal die Trophy gesehen, oben rechts? Bei diesem, bei der PS5-Version? Mit dir. Oh. Das ist übrigens das erste. Kisten schieben immer gehasst, Leute. Sag ich euch. Ihr seht wahrscheinlich auch warum. Drunk as fuck. Nicht das da. Bingo. Ah ja, genau, das brauchen wir natürlich. Sorry, Leute. Ich hab ewig nicht mehr gemacht. Nehmen das Ding. Scheiße. Fahren es hier rüber. Dann da hoch. Dann aber hier hoch. Auch. Da ist die Zelle. Da müssen wir hoch, letzten Endes. Freunde. Wenn wir schaffen. Garantiere ich euch. Ab geht die Party, Bro! So göttlich aus, schau an. Ja, mehr. In ja. Dann bringen wir uns wieder rüber. Dann haben wir hier. Wow, Alter, ich hab's den Fuck gekriegt, Bruder. Alter Schwede, bin richtig erschrocken. Out. Da. Ich könnte da runterrutschen. Mit dem Seil am Pfosten. Ja. Da müsst ihr rechtzeitig wegdrücken. Ansonsten kriegt ihr Schwierigkeiten. Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Ich würde sagen, du bist nicht ganz sauber, obwohl Sam kriegt es auch hin, so auf dem, in dem Style. Auch, also sein großer Bruder, auch ein richtig guter Kletterer. Auf nach oben. Schaut euch das an, Leute. Also grafisch, okay, ich nehme das wieder zurück, sieht doch einen Tacken besser aus. Das sieht fantastisch aus, Leute. Mega. So, wir sind aber weiter am Start mit Nate, wir haben noch einen Job zu tun. Wow, was mache ich denn hier für eine Scheiße, Bruder? Fuck, Alter, der andere springt einfach umeinander. So müssen wir es machen, natürlich. Sorry, sah gerade komplett crazy aus, was ich da gemacht habe. Da, ab geht die Post. Da, und dann kommen wir jetzt auch gleich zum zweiten Collectible, zeige ich euch. Auch gleich hier und dann... Was? Das? Holy hell, das war ganz schön knapp. Müssen wir da ein bisschen nach links gehen. Das ist so. Wow. Oder da muss ich dann auch los. War einmal hier, oder? Nicht. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Dank.
So, dann gehen wir einmal hier lang. Trotzdem noch mal runter. Auf jeden Fall dahin. Jawohl, ja. Sorry, Leute. Dass ihr da bei die Collectible auch. War? Schwer zu glauben, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Knopf. Ah. Hier rein. Okay. Runtergejumpt. Wo lang? Dann habt ihr euer zweites Collectible. Hier. Das ist ein nach Wacher Klappmesser. Right? Voll rumliegen. Ich dachte, heutige Gefängnisse wären schlimm. Im Nachmittag ließ ich, den ersten aus Captain Arias Crew hängen und seine Kameraden hatten Logenplätze. Dieses Vorgehen mag unnötig gewesen sein, hat ihnen vor dem nächsten Akt aber ungeheure Angst. Mein Besuch bei den verbleibenden Männern im Turm. Armseligen Piraten warfen sich mir zu Füßen und winselten um Gnade. Des Tages möchte ich solche Gnadengesuche von ihrem flüchtigen Kapitän. 20. September 1696. Heute Morgen ließ ich die restlichen Piraten hängen. Eine arme Seele war so mutig, mir noch beim Überstreifen der Kapuze eine Bestechung anzubieten. Weitere vage Versprechung eines riesigen Schatzes. Ich fragte ihn, wo dieser Schatz zu finden sei und ließ ihn bei seiner Antwort baumeln. Ich ertrage keine weiteren Piraten. Ah ja, der Typ ist absoluter Piraten-Fan, sehe ich schon. Geh mal durch hier. Hoch mit uns. Voll. Mit uns. Okay, mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Voll, Mann. Also wenn man den Skill hat, natürlich zum Klettern. Ich wäre schon lang tot, aber... Wow, 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 wow. Chill mal jetzt. Ich mach kein Auge hier. Oh Mann, Sam, verpasst echt was. Shit. Auf geht's. Burns Zelle. Zelle. Oh, ihr Sweet. Okay. Fange ich an. Sonne und Mond. Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Moment mal. Sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Schauen wir uns mal den Brief, ja? Das ist ein Teil des Symbols. Ah, da ist die andere Hälfte. Also dann. Ah ja. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Schütze und Skorpion. Das ist Schütze. Das ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. Mal, kann ich nochmal die lange... E ist EC. Mach's einfach so. Leider nein. Hier. Der ist's auch nicht.
Römische 10. Nichts. Was stand nochmal im Brief? Ja, also. Oh, gerade. 2. Und die römische Zahl 2. Ah, sorry. Verpeilt wahrscheinlich. Nein? Okay, wo ist das Schütze-Symbol? Schütze. Römische 10. Oh, römische 10. Das Skorpionzeichen. 2. Und eine römische 2. Er gibt 12, okay. 10 und 2. X und Y. Ich hab die ganze Zeit eine 3 gesehen. Oh, nice. Sieht das einer an? In? Digna factis recipimus. Das muss es sein. Dann mal zurück. Okay, dann gehen wir mal zurück. Sorry, Leute, ein bisschen gedauert. Und ich zurück. Zieh mal durch. Tür auf. Wow. Ich sollte aufpassen. Mhm. Keine schlechte Idee. Und abwärts. Hui. Ich hoffe, der Weg geht leichter raus. Rein. Abjumpen. What? Vorsicht. Oh, das ist unbreakable. Ah, okay. Wow. Ich greife niemals hin. Ja, komm. Krass, Digga. Auf Wiedersehen, Schulter. Also, der Knast ist natürlich die Hölle, aber... Erst Vargas. Ich will was ab. Ich will einen Anteil. Träum weiter. Verstehe noch. Wow, ich dachte, er hält sich jetzt nicht fest. Was, Mann? Ah ja. Oh, Scheiße. Nein. So, erstmal durchschwingen, Freunde. Whee. Genial. So, dann haben wir. So muss es laufen. Sagst es. Also wir müssen jetzt letztendlich nur wieder zurück. Da gibt es erstmal Ecken. Durch. Da-da-da. Hast du geschafft? Was gefunden? Nö. Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Ja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los. Ja. Dreh dich um. Der hat das Kreuz hingesteckt. Okay. Wenn du mit dem geredet hast, komm zu mir. Alles klar.
Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. Fast so gut wie ich. Da ist Sam. Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Ich hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo. Du willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Ray finden. Rafe. Fang nicht an, bitte. Komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Ray, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Okay, die Luft ist rein. Okay, und was haben wir? Oh, Scheiße. Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Das ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay, einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut an. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas in Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Ach. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Rematch. Lass mich raten. Mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen Freunden. Le dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Un tarde para hablar. ¿Quién no sale? Hey, weißt du was? Tú no te metas. Okay. Los geht die Party. Piss dich, Mann. Du hast dich auch nicht angeboten. Und Scheiße. Mich raus. Mit Kreis kann ich ausweichen. Sehr gut. Good to know. Hätte ich vorher mal wissen sollen. Ich muss noch meinen Bruder hitten. Gar nichts hat er drauf. Piss dich. Boah, check die Move, Bruder. Take this. Man.
Oh, Hilfe, Hilfe! Der hat doch den vermöbelt, Alter. Was geht denn ab? Alter, wie Typen sind das eigentlich? Hier bei Batman? Lass mich nicht an. Was ist jetzt langsam mal oder wie kommen da noch? Ey Junge! Lass mich denn an hier! Okay, yo! Fresse! Geht mit dir! Er ist richtig am Arsch. Was? Oh. Du willst richtig aufs Maul, hab ich gehört. Oh shit, man. Feierabend jetzt. Hey, hey, lass los. Haben wir jetzt verkackt? Wir haben doch alle vermöbelt. Gut, espera. Ya basta de hablar. Oida. Alguien más necesita que le recuerde cuáles las reglas. Aliense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Ist das Schmuggelware? Kagate! Für wen hältst du dich? Llevo su celda! Trae los gringos a mi oficina. Déjanos. Déjenos. Dir Zeit gelassen. Wir wurden fast getötet, Mann. Kann noch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh, ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay. Du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleinganove. Und jetzt weg damit. Danke. Wir geben dir 10%. Die Hälfte. Bitte? Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich. 25. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch 4, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Dann komm mir noch einmal so. Das war ziemlich dumm, Mann. Verdammt. Das war's. Bist du total durchgeknallt? Willst du es wirklich wissen? Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehört dir das zum Plan? Folgt mir. Los, los! Verdammt. Okay, Leute, jetzt müssen wir einen richtigen Abgang machen. Zum Leuchtturm. Kriegen wir richtig Probleme. Oh Mann. Oh Mann. Wenn ich noch schneller laufe, lauf, Brudi! Ah, zieh das Ding durch! Los da, Mann!
Warte, Mann! Wow, 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 wow! Jetzt. Los, weg hier. Noch eine Sackgasse. Na los, Sam. Hoch, hoch, hoch. Lass mal das Ding runter. Rein, Spast. Oh, oh, oh. Wow, shit. Oh shit. Time for a street fight. Let's go. Spast. Der braucht nichts mehr, Alter. In die Fresse, Bruder. Sehr nice, Jungs. Let's go. Gib meinen Scheiß weg. Passt schon, los Jungs. So, wir sind auf dem Weg. Gefängnisausbruch ist da. Oh oh. Also jetzt wären wir wieder da, wo wir vorhin waren, Bruder. Komm, Sam, wir müssen hier hoch. Okay, Rafe hat uns nicht hängen lassen. Komm mal hin. Vamos! Keine Angst, mach ich schon nicht. Sam, kommst du, oder? Abgeballert. Das Ende. Wow, holy. Komm, Bruder. Komm, Mann. Nein. Sam! Sam! Die andere Hand! Los, hoch! Nein! Sam! Wir müssen weiter. Nein, er ist doch da unten. Nein, er ist tot. Komm, das Boot ist auf der anderen Seite. Nur wegen dir, du Spast. Ich lass sie nicht hier. Nate, dein Bruder. Hätte ich auch nicht gemacht. Komm mit mir oder geh zu ihm. Sorry, ich wäre zu ihm gegangen. Wie du willst. Wäre mir scheißegal gewesen. Sony Computer Entertainment presents a Naughty Dog game. Uncharted Thief's End. Uncharted 4 natürlich. Ich freue mich riesig, dieses Game mit euch zu zocken. Hat doch schon mal einen richtig guten Kickoff gehabt. Und ich kann euch sagen, es wird nur besser werden und nicht schlechter. Das darf ich euch garantieren. Ali.
paar Bilder aus der Vergangenheit, aus den vorherigen drei Teilen. Legendäre Szene.